Behandlungen beim BVB, Behandlungen bei 1899 Hoffenheim, Behandlungen bei den Bayern. Die Fußballprofis gehen am Stock. Immer mehr Spieler, Trainer und Verantwortliche beklagen die zu hohe Belastung, gerade durch internationale Wettbewerbe. Europa League von Donnerstag auf Sonntag, das halte ich jedes Mal für mörderisch. Also du spielst, Donnerstagabend irgendwo ganz weit weg mit Flug und musst Nachmittag am Sonntag 15.30 Uhr irgendwo antreten. Also du hast den Freitag zur Regeneration, Samstag, du musst ja auf der einen Seite ein bisschen regenerieren, auf der anderen Seite musst du ja das Spiel schon wieder vorbereiten. Diese Zeit ist definitiv zu kurz. Nach der anstrengenden WM in Brasilien bekamen die Spieler gerade einmal 3 Wochen Pause. In der laufenden Saison jagt eine englische Woche die nächste. Auf lange Sicht droht den Profis ein früheres Karriereende. Es ist ja auch kein Zufall, dass die Spieler, die lange spielen, bis was weiß ich, 35, 36, die werden immer weniger. Irgendwo ist ja so die Tendenz schon, dass irgendwie bei 30 langsam Schluss ist. Das hat sicherlich auch damit zu tun, dass die Spieler einfach mehr Spiele machen, aber auch wesentlich intensiver spielen müssen. Mit großen Kadern wollen die Clubs die höhere Belastung auffangen. Aber zahlreiche Verletzungen verhindern die notwendige Rotation. Die Trainer fordern daher einen entzerrten Spielplan. Ohne Erfolg. Das ist, kannst du auch deiner Mikrowelle erzählen. Das ist interessiert ehrlich gesagt keine, auch ehemalige Spitzenspieler, die in Spitzenfunktionen sitzen heute, interessiert die nicht. Und wenn man einfach nicht schneller vergisst als anscheinend die eigene Belastung. Und früher war das Spiel nicht so schnell, wir können ja das Spiel nicht langsamer drehen, nur damit wir irgendwie den Aufgaben gewachsen sind. Zu viele Spiele, zu wenig Urlaub. Die immer jüngeren Profifußballer werden immer größeren Belastungen ausgesetzt. Spieler und Trainer werden vorerst aber weiter die vielen englischen Wochen über sich ergehen lassen müssen. Denn eine Lösung ist kurzfristig nicht in Sicht.